Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Fahrvlog und heute geht's einfach mal quer durch die Republik. Ich war wieder in eBay einkaufen und ja, ich habe eine weite Tour vor mir, 150 Kilometer und ja, seid gespannt, was ich gekauft habe. Ja, das Wetter war richtig bescheiden. Wir hatten ungefähr 4 Grad und halt wirklich Dauerregen die komplette Fahrt über. Und irgendwie ging auch die Heizung im Bulldog nicht. Von daher war das auch recht kühl. Ja, nichtsdestotrotz sind wir dann durch die halben Haßberge gefahren. Also wir sind ja aus Nordbayern und sind dann die 70 Kilometer zu diesem Ort gefahren, wo dann der Anhänger stand. Ja, nach 5,5 Stunden haben wir es wieder geschafft. Der Finn hat super durchgehalten und diesen schönen Anhänger habe ich gekauft. Und noch was hinten drin ist, und das zeige ich euch jetzt. So, hier seht ihr nochmal den Anhänger.
Genau, und was ich damit vorhab, lasse ich erst noch mal offen. Ihr könnt ihr mal raten, was ich damit machen könnte. Das war ein ehemaliger Schaustellerwagen, glaube ich. Ja, ist gute 5 Meter lang, 2,50 Meter breit. Ja, hier drin habe ich jetzt noch die zweite Errungenschaft. Und zwar ist das ein Gestänge für einen Folientunnel. Genau, Folientunnel, also hier das Gestänge. Hier die Folie noch dazu, sind jetzt gebrauchte. Muss ich mal schauen, wie da der Zustand noch ist. Sind, glaube ich, 22 Elemente. Und dann habe ich hier noch, das sieht es jetzt schlecht, so dünne Drähte oder ja, so dünner Stahl. Damit kann man dann auch die kleinen Folientunnel machen. Genau, das war hier jetzt unsere Fahrt. Also es waren, glaube ich, so um die 150 Kilometer in 5,5 Stunden mit Aufladen natürlich. Ja, das war der Farm-Vlog zur großen Shopping-Tour. Also ich bin echt super stolz, dass der Fendt überhaupt keine Mucken gemacht hat. Ich bin ja noch nie so weit mit dem gefahren. Und alles hat super geklappt, auch mit dem Wagen. So wie ich mir das vorgestellt habe, es war eine weite Tour, also mein Kreuz tut richtig weh, weil es, wenn man da 5 Stunden auf dem Bock sitzt und dann immer das Geschockel, also ja, nicht so angenehm, aber es hat sich ja rentiert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare raten, was ich daraus machen könnte. Und ihr werdet auf jeden Fall hier auf dem Kanal auf dem Laufenden gehalten und auch auf unserem Instagram-Account könnt ihr mal reinschauen, die Gartenfarm. Und ja, seid gespannt, wie es mit diesem riesigen Projekt weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.